Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Loadout-Video. Hiya, Binna! Heute gibt es wie gewünscht das orangene bzw. gelbe Loadout für euch. Wir sind bei den Preisen bei 195,30 € für die ganzen Waffen ohne Knife und Gloves. Und die Knife und Gloves werden dann halt separat geliefert, da dann wieder drei günstigere, drei teurere und gib ihm. Wir beginnen wie immer bei den Pistolen und gehen dann Stück für Stück durch. Alle Skins, die ihr hier seht oder alle Angebote, die ihr hier seht, sind von Skin Baron oder auf Skin Baron gefunden. Also das heißt, wenn man sich das so zusammenstellen möchte, dann muss man auf Skin Baron gehen. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr dort einkauft, gerne mit meinem Code. Kuss. Los geht's. Wir beginnen mit einer P250 Wingshot in Minimalwear. 2,24 €. Leckeres Teil hier ganz vorne bei den Pistolen. Auf dem nächsten Platz befindet sich eine USPS Orion in FN. Für um die 38 €. Auch die Glock sind natürlich versorgt. Die Bullet Queen liegt hier drauf in WW für 7 €. Ich werde jetzt einfach abkürzen. FT, WW, FN und so weiter und so fort. Komm, komm. Aus Coolness-Gründen. In Minimalware liegen diese Marinas hier auf den Dual Berettas vor. Gerade für Blau- oder Gelb-Fans natürlich optimal. 5,94 €. Die Scorpion auf der P2000 gibt es bereits für 3,19 € in FN. Nun kommt eine meiner Lieblings-5-7s, und zwar die Monkey Business. Sehr, sehr geiles Teil, für 2,83 € in Field Tested. Und wir bleiben natürlich weiterhin bei Gelb. Hier die Tech-9 Fuel Injector mit einem schönen Fnatic-Sticker drauf, der gehört natürlich nicht dazu. Das Teil liegt in FT vor für 2,90 €. Für 76 Cent gibt es diese CZ-75 Auto Syndicate, und die habe ich irgendwie noch nie gesehen. Oder so selten, dass sie mir direkt wieder aus dem Kopf geflogen ist. Sieht geil aus. Auch der R8 möchte einen Skin haben, leider. Hier liegt der Blaze-Skin in FN für 72 Cent darauf. Und zu guter Letzt die Desert Eagle Consperazzi. Und hier ist was Besonderes von Sneasel eben gecraftet worden. Und zwar, das hier ist der besagte Craft, damit er so ein bisschen gelber ist. 5,53 € in Minimalware. Und weiter geht's zu den SMGs. Und hier fangen wir mit der Souvenir MAC-10 Goldbrick an. Die sieht wirklich geil aus. In FT für 8,72 €. Ein weiterer Blaze-Skin wieder in FN für 14,81 €. Ist schon viel für so ein Teil. Aber ja, was muss, das muss. Bei der MP5 gibt es nicht so viel Auswahl. Hier haben wir die Agent in MW für 1,01 €. Und diesen folgenden Skin habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die Rose Iron MP9. 5,68 € in MW. Ja, Pipi Bison. Ist jetzt nicht so beliebt, aber die Osiris passt immerhin ins Farbschema in MW für 79 Cent. Also Preis geht auch klar. Und hier folgt ein Zungenbrecher auf der MP7, die Abyssal Apparition. Ich hoffe, das ist so richtig. In FT für 2,86 €. Zu guter Letzt auch wieder in FT eine Shapewood P90 für 1,78 € auf dem Baron. Einfach mal vorbeischauen. Wir gehen nun weiter zu den Heavies. Da haben wir einmal die Sword of Origami. Schöner Skin für 28 Cent in FN. Ganz toll im Farbschema liegend ist die MAC-7 Bulldozer. Richtig, richtig, richtig schick. Gelb in MW für 2,83 €. Und auch nach wie vor gut im Schema liegend ist die Teglu Burner XM1014, die ekelhafte Autopump in MW für 1,36 €. Die Nova möchte natürlich auch versorgt sein mit der Red Quartz Minimalware. 1,10 €. Mist, die wollte doch cool sein. MW für 1,10 €. Die vorletzte Waffe bei den Heavies ist die M249, die Spectre in FN, 23 Cent. Und zu guter Letzt kommt MKs Lieblingswaffe. Und die kann man wirklich, also die kann man wirklich mal schon spielen, die Loadmouth. Die ist geil. Passt so schön rein, ist ein guter Skin. 67 Cent in FT, die kann sich sehen lassen. Nehmen wir nun den Übergang zu den Rifles. Wir haben ja einmal die AK-47 Legion of Anubis. Ist auch ein alter Bekannter aus den Streams. Also wir haben die schon 5 oder 6 Mal rausgeklöppelt, also in den Giveaways halt. Immer wieder gern gesehen. FT 10,99 €. Als nächstes folgt eine M4, die man auch gar nicht so oft sieht. Die Buzzkill M4 in FT für 5,53 € auf dem Baron. Die kann man auf jeden Fall auch spielen. Also auch ohne, dass man jetzt irgendwie absoluter Gelb- oder Orange-Liebhaber ist. Der Skin sieht einfach gut aus. Und darauf folgt Augenkrebs himself, Chanticos Fire. Es ist nicht so, dass der Skin halt ultra hässlich ist, aber es ist so ein flashy Design, so ein... Das ist einfach zu krass, das Teil. Wirklich zu krass. In WW für 22,28 €. Und ja, natürlich ist die AWP auch mit dabei. Die Manowar haben wir hier am Start für 33,77 €. Greift die schon gut zu. Aber es geht noch. Es geht noch. Für wiederum nur 11,35 € bekommt man diese wunderbare Krieg. Kolonie 4. Ja, ja. Ein weiterer Souvenir-Skin ist jetzt hier am Start. Und zwar die Sandstorm Aug. 2,51 €
in FT. Die habe ich noch nie gesehen. Und wenn man jetzt hier hinten mal richtig drauf guckt, ohne dass die Sticker das Ganze verdecken, sieht die schon sehr geil aus. Die ist schön gemacht. Als nächstes kommt die Farmers Commemoration an den Start in Field Tested für 12,17 Euro. Aztec, gute Map. Heute in WW, die Chatterbox, beste Waffe. Ich weiß sehr nah an der Loadmouth dran. Oder Loudmouth? Load. Load, ja. Ein sehr geiler Skin, die Chatterbox. Also die habe ich, die ist ja schon gut alt, die habe ich früher gerne gespielt, die habe ich ziemlich früh auch gehabt und ich habe sie ultra gefeiert. In WW, 11,47 Euro, falls ich es vergessen habe. Die Scout, viel schicker als die AWP, oder? Doch, bisschen, würde ich schon sagen. Für 9,29 Euro NFT. Und falls ihr 11 Cent rumliegen habt, ist vielleicht die Jungle Slipstream was für euch. Scar 20. Zum Ende der Rifles haben wir noch diese High Seas am Start. Man spielt Autosnaps natürlich nicht, aber die sieht wirklich gut aus. Das ist ein schönes Teil. Habe ich, glaube ich, auch bei mir im Repertoire. Kann man nehmen. Jetzt sind wir mit den ganzen Skins und so weiter fertig. Nun folgen die Knives und Gloves separat. Mit jeweils eben drei Vorschlägen, günstig und teurer oder teuer. Wir fangen mit den günstigeren Knives an. Einmal ein Gut Knife Lore in FT für 152 Euro. Dann ein Navaya Knife Tiger Tooth in FN für 109 Euro. Und die Shadow Daggers, auch Tiger Tooth, für 124 Euro. Jetzt kommen die teureren Knives. Da haben wir einmal ein Bowie Knife Lore in WW für 204 Euro. Ein Huntsman Knife Lore in FT für 246 Euro. Und in Minimal Wear ein Flip Knife Tiger Tooth für 334 Euro. Jetzt kommen die Gloves, auch wieder günstig und teuer. Einmal die Motor Gloves Transport für 91 Euro in WW. Als nächstes nochmal in WW die Broken Fun Gloves Yellow Bandit für 105 Euro. Und dann noch die Overtake Driver Gloves, auch in WW für 117 Euro. Und bei den teureren Gloves haben wir hier einmal die Handwraps Caution für 297 Euro. Die Big Game Sport Gloves für 340 Euro. Und zu guter Letzt auch weiterhin in WW die Sport Gloves Omega für 587 Euro. Sodele. Dann wären wir damit auch wieder durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt weiterhin gerne Farbvorschläge oder Farbkombinationsvorschläge machen. Black and White ist bereits aufgenommen in der Liste. Alles andere kann, wie gesagt, noch vorgeschlagen werden. Ich hoffe, das hat euch wie immer gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 und jeden Freitag ab 20 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, haut da rein, ne? Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.